Hallo, herzlich willkommen zurück zu Dunkler Schatten. Im letzten Part haben wir uns durch die Wüste gekämpft und dann die Wüstenstadt, das Wüstendorf Shaddar gefunden, wenn ich mich richtig erinnere. Dort haben wir uns neu ausgerüstet, eine komische Statue gefunden und hatten in diesem Ruheraum einen komischen Traum. Angeblich kann sich Alex nicht daran erinnern, was passiert wäre. Er hätte nämlich eine Freundin gehabt, bevor er Christine getroffen hat, die sich aber umgebracht hätte, weil er ihr sagte, er liebt eine andere. Was ist jetzt wahr? Und was haben wir hier? Hallo Steinsäule. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Klar, kein Problem. Jetzt, wo ihr gezeigt habt, wie gut ihr mit Monstern umgehen könnt, könntet ihr uns vielleicht noch einen Gefallen tun? Klar, was gibt's denn? Weit westlich von hier, dort wo die Wüste endet, steht ein Turm. Schon wieder ein Turm. Naja, im Grunde kann man nur die ersten Etagen sehen. Er führt in ein Unterwasserlabyrinth. Das hört sich mal nach einer Herausforderung an. Man sagt, dort gibt es ein Monster, das andere Monster erschaffen kann. Ein Schattenherrscher. Wenn ihr ihn so nennen wollt. Jedenfalls machen uns seine Monster das Leben schwer. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Ich danke euch. Viel Glück. Okay. Danke. Mist, hier kommt man nicht raus. Palmenblock. So. Da wir hier nichts mehr haben, verlassen wir mal das Dorf. So. Jetzt geht's dann wohl in den Turm, oder? Na gut, typische Wüsten-Action. So, was haben wir denn? Steine wollte ich noch auf den Kopf werfen. So. Du greifst einfach normal an. Okay, Steine machen keinen Schaden. Was war's denn noch? Ja, dann mach halt Flammenwelle. Dann probieren wir es nochmal mit Donner. Nehmen wir. So. Hier ist nur Wüste. Ja. Wow, ich dachte, da kommen wir jetzt wieder auf das Grün, aber scheinbar ist die Wüste wirklich sehr, sehr groß. Dark 2. Auf den Djinn und du greifst Medusa an. Ach klar, weicht der natürlich aus. Kein Gift. So, so. So und so. Schade. Mist. Es ist nicht einer gestorben. So, diesmal aber. Bam. Was? Gut gemacht, Angel. Und Level 29. Gift, Gift, Gift. Ah ja. So. Ganz viele Palmen. So, dann machen wir mal die hier fertig. Die waren gegen... Na, wir schmeißen einfach Donner drauf. Yay! Ach stimmt, die machen ja jetzt auch relativ angenehmen Schaden. Dadurch, dass wir neue Stäbe für sie bekommen haben, machen sie jetzt auch recht viel Schaden, muss man schon sagen. Ah, und ich wollte mir Amariels Schaden anschauen. Mit diesem neuen Messer, das hat tatsächlich, glaube ich, 15 Schaden dabei bekommen. Also 15 Schaden, aber halt nur noch ein Angriff. Und ob sich das lohnt, müssen wir jetzt testen. Ja, wieder Djinn. Warum auch nicht? Weg mit der Medusa. Donner auf. Nein, Dark. Dark 2 auf den Djinn und normaler Angriff auf die Medusa. Mist. Haut sie um. Die ist kaputt. Ist doch nicht. Und wieder vergiftet. Ja, lähmen sie doch, ist mir doch egal.
gar nicht. Das macht was, und zwar es nervt. Yay, Level 30. Aber Mario levelt mal verdammt schnell. Sie braucht weniger EP als Alex. Christine braucht auch weniger EP. Na gut, das ist... Ja, das war jetzt dumm. Nein, warte, das ist nicht dumm. Sie braucht viel weniger EP für Level 30 als Alex. Naja. Und was haben wir denn hier? Das sieht verdächtig aus. Generell sieht alles erstmal verdächtig aus. Verdächtig aus, so. Ja, meine Stimme ist noch nicht wieder ganz fit. Was, ich habe Holy gezaubert? Ach, Menno. Ja, hab ich. Mäh. Weg mit dir. Okay, das hat jetzt 25 Schaden von Amariel gemacht. Schauen wir uns den nächsten Kampf noch an und dann, wenn das so bleibt, yay! Oh, wen haben wir denn da? Hallo, Walna, bist du es? Nein. Oh, hallo, was macht ihr denn hier? Nun, wir haben gehört, dass es auf diesem Kontinent ein Monster gibt, das hier Schwierigkeiten bereitet. Tja, da habt ihr eine gute Quelle gehabt. Im Moment lauert hier wirklich ein Monster, das die Menschen im Dorf angreift. Ein Dorf? Wo liegt es? Etwa südöstlich von hier, am Ende der Wüste. Ach so, okay. Danke, und du meinst, die Bewohner werden von einem Monster angegriffen? Ja, und das hat ebenfalls diese Oase vor kurzem vergiftet. Vergiftet? Das ist ja furchtbar. Naja, das erklärt die komische Farbe des Wassers. Jedenfalls ist diese Oase nicht mehr zu retten. Das Wasser ist zu stark vergiftet. Aber zum Glück leben hier keine Menschen. Naja, aber wir knöpfen uns das Monster trotzdem vor. Das ist sehr lobenswert von euch. Wie wäre es, wenn ich euch helfe? Klasse! Gerne, aber im Moment sind wir etwas viele. Wie wäre es, wenn ich dich erstmal in unseren Gruppenraum teleportiere? Gruppenraum? Gibt's da auch was zu trinken? Na klar! Und dort sind noch viele andere nette Menschen. Zwei! Na gut, ich warte dann dort auf euch. Ich hoffe, ihr lasst mich nicht zu lange warten. Zorak schließt sich der Gruppe an. Okay! Naja, also im Grunde werde ich dich jetzt erstmal in ein Schloss teleportieren. Dort triffst du auf einen Zauberer. Er heißt Aridan. Er wird dich dann in den Raum teleportieren. Und warum teleportierst du mich nicht gleich in diesen Raum? Naja, das kann ich leider nicht. Ich kann nur Personen ins Schloss teleportieren. Na egal, dann bring mich ins Schloss. Okay. Okay, jetzt haben wir nur noch einen mehr auf unserer Seite. Yay. Wir sollten ihn dann mal mitnehmen. Klar. Nö. Zorak ist ein Kampfmagier. Er hat sich in seinem Leben dem Kampf mit der Waffe und der Zauberei gleichzeitig beschäftigt. Er wird zwar nie so gut mit einer Waffe umgehen können wie ein reiner Kämpfer, doch durch seine Magie ist er sehr mächtig. Seine Zauber sind meist auf alle Feinde gleichzeitig gerichtet. Dadurch besiegt er häufig mehrere Gegner auf einmal. Das ist eigentlich das, worauf ich die ganze Zeit warte. Aber ich will keinen dafür aufgeben. Zorak ist ein sehr ausgeglichener Charakter, der durch seine Kombination aus Macht und Magie sehr vielseitig ist. Er kämpft normalerweise mit einem Stab, kann aber auch mit einigen Schwertern umgehen. Ja, hört sich natürlich gut an. Aber Alex geben wir nicht raus, weil er der Hauptcharakter ist. Geht wahrscheinlich auch gar nicht. Christine machen wir nicht weg, weil sie einfach gut ist. Angel machen wir nicht weg, weil sie einfach übelst OP ist. Und Amariel machen wir nicht weg, weil sie Türen aufmachen kann und sie einfach cool crittet. Ich mag Amariel. Naja. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Was war das? Ich dachte gerade, ich wäre noch vergiftet. Auf zum Tor. Oder auch nicht. Was, Wasser? Na egal, Wasser. Wasser 3 macht immerhin angenehmen Schaden. Nein, nicht nehmen. Aha, Biatche. Zack.
Geh weg. So. Haha. Also doch Wasser. Dark. Der Djinn ist gegen Dark allergisch. Du heilst jetzt einfach mal, damit du auch mal was zu tun hast. Und wir endlich durch diese Dreckswüste kommen. In den Turm, den wir dann endlich fertig machen und dann, ja, mal schauen. Erstmal diesen scheiß Djinn weg. Und ihr kriegt Erde auf den Kopf. Nee. Donner. Ach, der lebt immer noch. Ach, Mann. Nur einen Schaden. Lol. Nein. Macht eh keinen Schaden, also was soll's. Engelstrank erhalten. Also ganz ehrlich, wenn man hier keinen Kampf skippt und ziemlich alles erkundet, was ich jetzt ja versucht habe zu machen, dann passt man vom Level mehr als gut in den Bereich. Ich komme mir sogar überlevelt vor. Wobei es recht angenehm ist, keine Probleme mit diesen Gegnern zu haben. Ja, mal schauen, was noch auf uns zukommt. Das Spiel ist lange noch nicht rum. Die haben saukomische Gesichter, die Viecher. Ein grüner Fleck. Wow. Na, ich will in den Turm. Da gibt's hoffentlich wieder neue Gegner-Models. Die haben richtig komische Gesichter. Wie so ein Fledermaus-Face. Das würde die Flügel erklären. Skorpion-Löwen-Fledermaus. Naja, besser als die Chicken aus der ersten Höhle. Yay! Ich liebe die Gruppen-Buffs. Angel, du bist cool. Ah, geh weg, Jin. Ich hau euch jetzt mit... physischen Angriffen um. Los geht's. Zack, zack, zack. 36. Mal schauen. 32. Ich muss die andere Waffe mal wieder anlegen. Wir gehen auf Fähigkeit, weil wir eine neue Waffe anlegen wollen. Na gut, jetzt kann ich ja schlecht vergleichen, Mist. Egal, machen wir jetzt einen Kampf hier mit. Und dann wieder einen Kampf mit dem anderen. Dark 2. 12, 16, 28. Naja, mach mal. 15, tot. Also 28 haben wir einmal gemacht, 15 mit einem Angriff, okay. 17, 15, 32, okay. Eigentlich nicht schlecht. So, jetzt wieder die andere Waffe anlegen. Und einen Kampf testen. Zack, zack, zack. Und Dark 2. 22. Das ist schwach. Nein. Das ist Mist. Die kriegt wieder zwei Angriffe. Das da lohnt sich nicht. 25 selbst, das lohnt sich nicht. Nein. Ja, bitte. Du bist besser mit zwei Angriffen bedient. Hallo, Mama. Hallo. Speichern. Nochmal speichern. Nein, falscher, auch egal. Hui.
wieder einmal nicht verschlossen. Das macht es uns doch nur leichter. Genau. Ruhe! Ist klar. Was haben wir da? Fliegendes Auge und ein Kobold. Ja, das passt. Sieht eigentlich wie eine fliegende Zwiebel aus, aber lassen wir mal so stehen. Oh, wir lassen mal normale Angriffe für sich sprechen. Außer du versuchst es mit Holy Two. Angriffsstärken. 54 HP. Autsch, die kritten ja. Versuchen wir es mit Erde. Okay, Erde macht am Kobold keinen Schaden. Was ist das Gegenteil von Erde? Wasser oder Blitz? Bin mir nicht sicher, was wir holen. Holen wir mal Blitz. Oder so. Okay, Blitz hat. Also Donner hat nicht so viel Schaden gemacht. Wasser. Gut, wir kommen nicht mal dazu. Ui. Wieder mal mehr EP. Truhe. Zombie-Ritter. Ja gut, da wo die Köpfe sitzen. Gut, Feuer ist effektiv gegen Zombies. Immer. Und überall. Ja, definitiv. Dass die so agil sind und ausweichen können, habe ich mir jetzt nicht gedacht. So, du greifst den an, du greifst den an, du befeuerst auch den und du machst den kaputt. Reicht nicht, okay. Naja, hält sich alles in Grenzen. Geh kaputt. So ist fein. Was? So wenig EP? Okay. Yay, ein Tonic. 3 Kobolde. Was sagt ihr denn zu Feuer? Und wir versuchen es jetzt mit Wasser. Aha. Müssen die ausweichen, wenn ich gerade einen Zauber auf sie mache? Nummer 1. Wasser ist auch nicht effektiv. Eis. Eis, Baby. 55, okay. Naja, passt alles. Christine ist Level 30 geworden. Nicht schlecht. So, komm, weg mit dir. Ist klar, da reicht er aus. Noch ein Flammenschlag. So. Komm schon. Du auch. So ist brav. Hier geht eine Treppe hoch. Nein, da unten war noch eine Truhe, die gehen wir jetzt zuerst holen sollen. Bevor wir irgendwo lang gehen, immer erst alles erkunden. Ich will nichts vergessen. Zack, die schau mir weg, du blöder Krieger. So. Na klar. Versuchen wir es mal mit Holy. Immerhin. Massage zu Dark. Leicht aus, okay. So. Ui. Ist klar, da krittet jemand für 80 und dann sowas.
Ich will zur Truhe, ich will zur Truhe. Hallo Fitnessauge. So. Ha, weg mit dir. Nein! Ach Mann. Ja, schläfer sie alle ein. Stirbauge. Hey, hör auf, die zu töten. Ach klar, hat genau gereicht. Egal. Wo ist es denn wieder? Da. Na ja, toll, jetzt darf ich sie nicht mehr in Fight beleben. Ja, jetzt hat sie die EP verpasst. Nein, sie wird hinten dran fallen. Nein. Ja, wir haben gerade mit Leben voll geheilt. Gib mir die Truhe. Flammenschlag. Kobold töten. Marsfeuer? Keine Ahnung. Egal, alles drauf da. Okay, sie macht auf jeden Fall keinen Schaden. Die haben anscheinend zu viel Rüstung. Egal, das passt. Alles zuhauen. Auch wenn ihr keinen Schaden macht. Seht ihr? Passt doch. Augentropfen. Okay. Und wieder ein paar Zombie-Ritter. So. Ich überlege gerade, ob ich Alex vielleicht so eine MP-Halbierung anziehen soll. Ich meine, Angel hat ganz schön viele MP. Und so oft muss sie jetzt ja doch nicht zaubern. Also was soll's. Gerade für so Gegnergruppen wäre es immer interessant, diesen Feuerschlag zu spammen. Nee. Hab leider nichts dazu gefunden und ich hoffe jetzt einfach mal dauerhaft, dass dauerhaft kommen, was soll's. Ah, das war's. Okay. Nehmen wir das mal so hin. So, dann gehe ich jetzt mal schnell speichern und heilen und dann würde ich diesen Part auch mal beenden. So. Okay, Donner macht wie immer keinen Schaden an diesen Viechern. Nicht einschlafen, so ist fein. So. Noch eine Runde, go, go, go. Nein, das ist jetzt ein Scherz. Na. Ja. So, weg mit dir. Ah, oh Gott, wach Alex auf. Weg, Alex auf. Komm schon. Eigentlich brauche ich gar nicht mit Zaubern sparen. Ich meine, ich gehe raus heilen. Wasser 3! So. Dann kommen wir raus. Yay! Hallo Mama, lass mich speichern. So. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Macht's gut. Ciao.